Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Guten Morgen, guten Morgen. Später Vormittag. Wir stehen auf der kleinen Brücke hier. Erste Mal, dass ich wieder mit den Hunden rausgehe. Ich wollte einen Rollator mitnehmen, aber wenn ich ganz vorsichtig gehe, ich habe einen normalen Schuh an, ganz auf weit gestellt, dicke Socken rein. Der sitzt ziemlich gut am Fuß und ich kann einigermaßen gehen. Es tut zwar weh, aber es geht. Ja, die Armtiere, sage ich nur, die Armtiere, die waren so lange geduldig. Ja, jetzt hat sich hier viel getan in der Zwischenzeit, wo wir nicht da waren. Das ganze Getreide ist weg, alles eingefahren. Da muss man sich gleich mal googeln, ne? Muss man gleich mal das Leben genießen wieder. Kommt ihr beiden, Tara, komm, Miechen, wir gehen hier runter, kommt. Kommt, wir gehen da hinten runter, kommt. Kommt ihr beiden. Ja, ich kann, wie ihr sehen könnt oder mitbekommt, etwas gehen. Ich habe die ganze Zeit gekühlt, gekühlt, gekühlt und geschont. Ja, und muss jetzt halt bis Freitag warten. Oh, es kommt wieder Wind. Das sind nur wirklich die allerletzten Blüten oben von dieser. Das hat sich aber lange, hat sich lang gehalten, ne? Was wir jetzt noch sehen, sind hier Miechen und ja, seht ihr die Weißen, die sind auch immer hier. Die mag ich so sehr gerne. Die sind so ganz, ganz klein. Wenn man nicht wirklich genau aufpasst, läuft man dran vorbei, weil die so klein und unscheinbar sind. Und dabei ist das so ein wunderbares Blau. Ganz schön. Ja, ganz hinten ist noch ein Hase. Sehe ich gerade, es ist aber weit weg. Meine beiden sind hier. Hier ist das Getreide auch. Der Wind ist einfach zu doll. Ich muss den Ton runternehmen. Hinten saß noch ein Hase und guckte die ganze Zeit, was wir da machen. Aber unsere kümmern sich da gar nicht drum. Das seht ihr ja immer wieder. Alles abgeerntet inzwischen. Mimas ist da, die trinkt immer zwischendurch neuerdings. Und Tara, die trinkt manchmal ein bisschen was. Aber wir gehen ja ganz kurz nur. Ja, die Wiese ist jetzt richtig hoch geworden hier. Kann man ganz viel. Ja, was ist denn das eigentlich? Spitzwegerich ist das, ne? Mal gucken. Der Spitzwegerich blüht hier überall. Das sieht wunderschön aus. Auch eine der ganz kleinen, unscheinbaren Pflanzen. Die sieht man immer nur, wenn man wirklich unten auf der Erde ist. Wiese blüht. Ein bisschen ist ein Gelb da drin und dann ist das halt der Spitzwegerich, der blüht. Einzelne gelbe Blüten, freut man sich schon drüber. Ja, seht ihr, ich krieg's nicht ganz scharf. Ich gehe mal ein bisschen raus, vielleicht hilft es dann. Ja, richtig. Zwei Hasen, Jenny. Zwei Mümmelmännchen. Machen sich ganz klein und duckschen sich. Wir haben sie aber doch entdeckt. Ach, man muss nur gucken, man kann vieles entdecken. Ich bin froh, dass ich wieder etwas besser gehen kann jetzt. Diese falsche Geherei, weil man so oft den Fuß nicht belasten konnte, das hat mir die ganze Muskulatur in den Beinen, das alles schmerzt, ja. Also ich muss jetzt unbedingt sehen, dass ich dranbleibe und wenn es immer nur so eine halbe Stunde ist und wieder Pause machen und hinsetzen und wieder eine halbe Stunde langsam gehen und dann ist das schon mehr als genug erstmal. Ja, der Fuß tut schon weh, wenn ich gehe und man merkt schon, dass das nicht in Ordnung ist, aber so stramm eingeschnürt, also es geht schon. Ja, vor allen Dingen, ja, wenn die Muskeln so wehtun, dann das ist ganz übel. Ne? Vor allen Dingen, es wird immer schlimmer, je weniger man dann richtig läuft, je verkrampfter wird alles und je mehr tut alles weh. Das tat schon bis zur Leiste hoch weh. Also das ist kein Spaß mehr, ne? Das ist wirklich kein Spaß. Ja, wenn man so eine kleine Einschränkung hat, also je älter man wird, der Körper steckt das gar nicht mehr weg, ne? Hier wurde der Wind so stark, dass ich jetzt den Ton runternehmen musste. Da haben wir noch ein paar Hasen auf den abgeernteten Feldern entdeckt. Ja, ich nehme an, dass sie da gewohnt haben, denn die sitzen richtig verloren da rum. Ein Stück weiter toben sie allerdings und spielten. Das kann ich euch nicht zeigen. Und auf der Wiese waren sie auch am Hinterherjagen. Es macht immer Spaß, denen zuzusehen, finde ich, ne?
Auf dem Stück, wo so viel Ackerschachtelhalm wächst, auf diesem kahlen Stück eigentlich, das ist gar nicht mal kahl, da wuchsen ganz, ganz viele und Federn. Und die Beeren färben sich dunkel und rot, färben sie sich auch schon inzwischen wunderbar. Und die Haselnüsse sind angehalten und holen mir ein paar von den leckeren Brombeeren. Hui, hier sind so viele. Schön. Die schmecken ganz gut, da freut man sich ganz ehrlich, ne? So, jetzt geht's nach Hause. Meine Hunde sind im Auto. Bis gleich. Wieder zu Hause. Die Baudelaire ist sehr, sehr groß dieses Jahr. Ich denke, ich muss die mal zurückklappen, demnächst, im Herbst oder im nächsten Jahr. Und davor blühen die Wasserpflanzen. Ich zeig's euch. Seht ihr? Wunderschön. Jetzt kommt auch noch gerade ein Insekt. Das ist doch herrlich. Blau habe ich die. Da blüht's nochmal blau. Und im Weiß habe ich sie auch. In diesem Kübel. Also mit den Seerosen hatten wir dieses Jahr gar kein Glück. Warum das so ist? Wahrscheinlich zu viel Schatten. Ich habe sonst keine Ahnung, ehrlich gesagt. Die Blätter sind da. Ich gehe mal raus. Und hier duftet das. Das könnt ihr ja nicht vorstellen. Dufte, dufte, dufte. Ja, die sind ganz gut geworden in dem Kübel bis jetzt. Ne? Und da hinten wäre ich auch nicht irgendwie eingegangen. Aber da drunter, Moment, seht ihr, da ist auch noch so ein Kübel. Der ist jetzt ganz überdeckt von diesem Strauch. Der muss unbedingt. Der ist sehr, sehr groß geworden. Ist ausufernd groß. Ja, ich werde ihn ordentlich zurückschneiden im Herbst. Lassen jetzt erstmal so, wie er ist natürlich. Freue mich an den vielen schönen Blüten an diesem Strauch. Es ist ganz herrlich, habe ich viel Freude dran. Und duftet wunderbar. Ich werde meinem Mann auch noch mal einen oder zwei abpflücken und neben sein Bild stellen. Ja, wir sind wieder da. Ich bin froh, dass ich die Hunde jetzt wenigstens mal rauslassen konnte. Es ist ein bisschen schwierig. Es tut auch weh. Aber ich kann Gott sei Dank gehen, werde mich jetzt sofort wieder Schuhe aus, Kühli drauf, Bein hoch und dann wird das schon werden. Hallo, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder am Basteltisch. Ich habe einen kleinen Spaziergehfilm gemacht, vielleicht habt ihr ein bisschen Freude daran. Ist nichts Spektakuläres, ihr wisst ja, einfach das Normale. Und ich habe gestern so ein paar Sachen hier noch gemacht, aber das ist wirklich nichts Spektakuläres und auch noch nicht wirklich fertig. Moment, auch hätte ich auch mal vorher drunter wegziehen können. Wartet, die Unterlage brauche ich nur für diese Geschichte mit dem Distressed Oxide. Ich muss es eben zusammenrollen, kleine Minute. Wenn ich es nicht zusammenrolle, kann ich es nirgendwo rein. Da geht's rein. So, meine Brille bitte nicht verkehrt rum hinlegen. Ja, die habe ich schon eingefärbt, die muss ich natürlich noch bearbeiten. Die gehören in das Buch. Machen wir mal gerade so. Ah, ich will euch noch was zeigen. Ich hatte was angefangen, das werde ich auf allen Karten machen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Bin mir nicht ganz sicher. Ich hole mal näher. Das sticke ich einfach immer mit diesem Wollfaden auf jede dieser Karten irgendwas drauf. Also hier habe ich einfach so eine Art Steppstich drauf gemacht. Der kann ruhig krumm sein, der spielt keine Rolle, okay? Das spielt keine Rolle. Warte, wo habe ich denn her? Da, nur so zum Beispiel. Das wollte ich dann auf allen Karten machen. Ich glaube, hier habe ich auch was drauf. Ja, upsala. Hier habe ich nur so eine Blume, so ein paar Blätter drauf, so eine Blume, je nachdem, wie man es sieht. Ja, das soll sich durchs ganze Buch fortführen. Oh, jetzt kriege ich es nicht rein, ist egal. Ich lege es zur Seite. Einen Moment, ich muss gerade mal so ein bisschen. Da ist der Faden. Den wollen wir, der Faden, wollte ich sagen, die Nadel. Ich brauche das alles, was hier liegt, brauche ich noch. Deswegen räume ich das jetzt nicht immer alles weg. Ja, ihr fragt nach der Time-Geschichte. Ich bin vollkommen raus aus dem blöden Thema. Ehrlich gesagt, kotzt mich gerade selber an. Bin ärgerlich auf mich selber. So, wir haben ja jetzt diese Umschläge gemacht. Und da habe ich mir überlegt, dass ich versuche, gucken, wie rum die gehören. Habe ich die alle falsch rum? Dass ich versuche, habe ich alle falsch rum, ein oder zwei zu bearbeiten auf irgendeine Art. Und bin mir nicht sicher, welche jetzt geeignet werden. Das wäre nicht schlecht, ne? Hier haben wir noch was Neutrales und hier haben wir noch was Neutrales. Nehmen wir mal die Neutraleren gerade raus und versuchen, da mal was mitzumachen. Und dann, der ist mir fast zu schade. Dieser, haben wir noch was anderes? Bitte schön. Hier diesen. So, den möchte ich nochmal aufheben, den mit dem, genau. Und die wollte ich jetzt mal versuchen, irgendwie auf alt zu machen.
Damit wir auch gleich irgendwie mal gucken, was wir damit anstellen können, wenn wir schon sowas machen, gell? Oh, gleich mal ausprobieren. Sag mir bitte einer, wo ich mein Schmiergelpapier... Ich hatte gestern Schmiergelpapier. Schmiergel. Hier ist noch ein Schmiergel. Ein Schmiergelpapier. Ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mit den Hunden endlich raus kann. Die armen, armen Hunde, ganz ehrlich, die armen, armen Hunde. Aber, ja, es hat schon wehgetan jetzt, muss ich zugeben, ne? Es hat schon wehgetan. So, ich fange jetzt mit meinem Schmiergelpapier direkt an zu arbeiten. Wir wollen das Ding auf alt trimmen und versuchen das zu machen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe die Umschläge schon zusammengeklebt. Das war vielleicht jetzt nicht so günstig, aber in dem Moment habe ich da nicht so richtig drüber nachgedacht, leider. Wie immer, Petra denkt nicht. Petra macht einfach und dann hinterher, hättest du mal dein Gehirn eingeschaltet, Fräulein. Egal. Guck mal, ich schmierse und schmierse und schmierse. Genau. Auch hier. Bisschen vorsichtig natürlich, damit man nicht zu viel anderes kaputt macht. Nur so, dass das unbedingt... Also knütteln wollte ich erst, aber das ist so ein starres Papier. Ich glaube, das lasse ich. Das mit dem Knütteln, das muss ich diesmal nicht machen. Das hätte ich irgendwie mal anders überlegen können. Aber ist egal. Wir haben es ja jetzt auch geklebt schon. Ihr seht, ich nehme wirklich viel runter. Und dann werden wir mal schauen, wie weit wir damit kommen. Ja, ich nehme mal jetzt ganz viel runter. Ne? Ist ein Test. Falls es aus irgendwelchen Gründen jetzt gar nichts wird, ja, dann ist es halt so. Dann ist es halt schlecht. Ups. Ja. Ich freue mich, dass ich gegangen bin. Die Hunde haben sich auch gefreut. Ich habe sofort wieder gekühlt zu Hause. Und es ist ein bisschen dicker wieder geworden. Aber ich will nicht meckern. Ich dachte, dass das jetzt erst so ein paar Tage alt ist, geht es schon wieder ganz gut. Na, ich habe sonst nichts gemacht großartig. Ich habe nur gekühlt. Das kenne ich von meinem Knie. Da kühle ich ja nach wie vor jeden Morgen mein Knie. Und bei Belastung auch, zwischenzeitlich. Das habe ich festgestellt, das ist das Einzige. Da brauche ich keine Schmerzmittel nehmen. Ja, bei mir ist es halt so. Und hier, da möchte ich noch was runter haben hier. Guck mal, das sieht nicht mal so schlecht aus, gell? Guck mal. Ist ein bisschen schmirakelig, weil, ja gut, aber wir wollen den Glanz hier runter haben. Guck mal hier. Ich hole mal ein Babywipe. Ein Babywipe. So, machen wir mal hier eben ein bisschen sauber. Den Staub können wir, glaube ich, besser so mal... Oh ja, da kommt einiges runter. Ui, da sitzt noch eine Menge Drups. Da mal so. Wollen wir mal einen anfangen? Okay, einen Moment mal ganz kurz. Ich muss mich organisieren. Ach, das habe ich jetzt ein bisschen dumm hier. Aber okay, wir kriegen das hin. Ich habe nicht aufgeräumt. Schon, Mensch, du dumme Schluder, du. Der blödest, oder? Okay, Fräulein. So, ich habe gedacht, dass ich so ein Namensschild drauf mache. Adressschild meine ich jetzt, nicht Namensschild. Dass ich ein Adressschild drauf mache. Und, okay, ich müsste das dann reißen. Und das muss auch nicht so groß sein. Also vielleicht so. Okay. Hier müssen wir natürlich, also das heben wir uns gut auf, das Papier, das können wir noch gut gebrauchen. Einmal. Und so riesig braucht das nicht sein. Machen wir hier. Oh, jetzt habe ich es eingerissen. Na, mal gucken, vielleicht können wir es... Nicht so prickelnd. Frau, dumm gemacht, dumm gelaufen. Ich wollte das so als Dingens drauf machen. Okay. Ist ein bisschen groß, ne? Wir reißen das mal einfach unten noch so ein bisschen nach. Mache ich mit der Hand. Kommt nicht so drauf an. So. Moment, lasst mich kurz überlegen. Ach ja, dann machen wir so ein Dingsdrupp. Und was ist das? Ist das was? Ja, das ist noch was. Und dann eine Marke. Eine Briefmarke. Da wollen wir noch eine Briefmarke drauf kleben. Eine schöne. Eine wunderbare.
Was heißt, so schön braucht die gar nicht sein. Hauptsache, sie passt. Sie würde farblich gut passen. Sie würde mir schon gut gefallen. Wartet mal, haben wir denn sonst noch was? Wir hätten die auch noch in so. Sieht vielleicht schöner aus, ne? Eine grüne hätte ich auch, aber dann finde ich blau eigentlich fast schöner, gell? Wir hätten noch eine ganz helle. Nee, geht unter, ne? Muss einfach mal dran halten und gucken. Wir hätten auch eine braune. Warte mal, eine braune versuchen wir auch noch. Kriegst du nicht gepackt? Kommst du her, du braune? Deutsche Post, braun würde mir auch gut gefallen, damit das farblich so ein bisschen gebrochen wird, das ganze Werk. Ich glaube, wir nehmen die braune in dem Fall mal, ne? Gut. So, die Entscheidung haben wir schon mal getroffen. Das legen wir schon kurz zur Seite. Ist immer noch ein bisschen groß hier, das Ding, ne? Ein bisschen zu groß. Mir ist es immer noch zu groß. Ach, guck, da kriegen wir den Riss auch raus. So ist das. Da kriegen wir den Riss auch raus. Okay. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Wir brauchen... wo ist der Kleine? Wo ist der Abgebrochene? Da ist er. Wo ist mein Braun? Da ist mein Braun. Mal gucken. Ist das jetzt egal, welches... Nee, ist nicht egal. Die Seite ist nicht egal. Guck mal. Oh ja, das wird schön. Ja, ich wollte gleich ein bisschen was basteln, damit ich hier auch was zu tun habe selber. Ist immer besser, man hat was zu tun, ne? Ist immer so, ne? Wisst ihr vielleicht selber auch, ne? Geht euch vielleicht auch so. Ein bisschen Ablenkung tut gut. Und heute Mittag koche ich mir mal was Richtiges, wird langer Zeit. Und zwar wird es bei mir geben Kohlrabi mit schöner weißer veganer Soße und Kartoffelpökes. Ah, das habe ich immer so gern gegessen. Mein Mann auch. Gemüse mit weißer Soße und Kartoffeln haben wir beide immer sehr, sehr gerne gegessen. Immer. Beide mochten wir das sehr, sehr gerne. Ja, aber ich habe es jetzt für mich oft gar nicht mehr gemacht, ganz ehrlich. Weil man denkt, ach, es lohnt sich nicht für eine Person. Dann ist es immer zu viel schnell und dann hat man keine Lust oder wirft womöglich noch ein Essen weg und so. Ne? Und deswegen, ja... Ich färbe das einfach auch ein hier, so wie sich gerade ergibt. Genau. Genau. Dann machen wir hier, diesen können wir mal ausklappen, so. Genau. Kriegen wir hin. Ja, ich habe gedacht, entweder ich klemmere die so dran, ne, mit so einer kleinen Büroklammer oder so in der Art. Ja, so in der Art habe ich gedacht. Ne, habe ich schon gedacht in meinem kleinen Kopf. So, also da haben wir schon sehr viel Schönes jetzt. Warte, einen Moment, ich muss mich mal eben kurz. Einen Moment, hier ist so rum, ist richtig. So rum, Lirum, Larum, Löffelstiel. Ja, das habe ich lange nicht gehabt. Vegane weiße Soße mit Kartoffelchen. Freue ich mich so richtig drauf. Ne? Kann mich so richtig drauf freuen, weil ich das wirklich so gerne mag. Ich mag es wirklich gern. Ich esse sowas gerne. Ich mache das jetzt einfach mit allen Resten, die ich so hier finde. Also ich finde, sieht schon mal ganz nett alt aus, ne? Oder? Reicht mir das schon alt? Ja, wir kleben das mal auf, was wir haben. Und hier die Marke. Die Briefmarke. Den stempeln wir dann natürlich, klar, machen wir das. Ja, so. Jetzt müssten wir ja theoretisch einen Absender auch noch Druck machen. Hep, wieder auch noch so ein, dann machen wir hier dieses kleine Schildchen Druck. Warte mal. Ja, ja, das kriegen wir schon alles irgendwie, dass es so nett aussieht vielleicht. Genau, kleben wir auch auf.
Also dieser Stift, der... Ich habe hier die Ecke nicht, sehe ich gerade. Dieser Stift, der klebt zwar sehr gut, aber der ist so schmierig und klebrig, so ekelig geworden. Das ist... Jetzt muss ich schon umschlagen, weil es geht gar nicht anders. Also das ist schon mal umgeschlagen. Okay. Gut, das haben wir schon mal ganz schön hinbekommen. Jetzt wollen wir das stempeln. Muss ich mal eben meine Poststempel holen. Okay, ich habe mal meine alten Stamps geholt. Ach, das sind auch Briefmarken. Einen Moment, die lege ich kurz zurück, sonst weiß ich wieder nicht, wo sie hingehören. Und zwar, ja, ich habe diese ja auch neu, aber die brauchen wir jetzt in dieser Sekunde gerade nicht. Warte, ich wollte auf die andere Seite. Da sind nämlich so kleinere auch dabei, die ganz schön sind. Diese hier. Moment, da ist noch eine Folie drüber. Und dann nehmen wir mal schwarz. Schwott. Ja, wir haben welche mit so einem Schwanz schon da dran. Das wäre ja nicht so verkehrt, ne, wenn wir das so machen wollten. Gut, okay. Okay, warte mal. Ich muss nur mal, ich weiß jetzt nicht genau. Ich mache mal so ein Probeding. Ja, es geht schon. Okay, machen wir es so. Einmal noch drüpp. Machen wir es so. Ja, ist ein bisschen verwischt. Ein kleines bisschen verwischt ist es. Ist nicht so dramatisch, oder? Ist nicht so dramatisch. Und dann haben wir noch hier Airmail. Können wir noch so quer machen. Machen wir aber auch mit Schwarz. Airmail. Ja. Okay. Dann könnten wir hier auf dieses noch irgendwas draufstellen. Dieses kleine Dreieck würde sich da ganz nett machen. Oder wollen wir was drüber? Nö, lass mal so. Machen wir so. Machen wir so. Machen wir das Dreieck so drauf. Okay, eben den Überschuss wegnehmen. Da bin ich ja immer Großmeister mit dem Schmieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es gehört. Ich würde schon ganz gerne so rum haben, dass ich es lesen kann. Mal eben gucken. Ist egal, ne? Nee, ich muss es so rum machen. Ich sehe schon gerade, ich müsste es so rum haben. Okay, jetzt habe ich es wieder falsch. Moment, ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Oh, man sieht es nicht gut. Schade. Ach, ist egal. Ist egal. Es soll ja halt nur so ein bisschen da aussehen. Als ob. Ja, als ob. Okay. Ja, das kann ich dann schon auf die Seite legen. Upsi, dupsi, da fallen schon Sachen heraus. Heraus, wie du baust. Die gehören da nicht. So. Okay, ist das jetzt trocken? Ich bin mir nicht sicher. Nee, der Stempel ist noch nicht trocken. Jetzt habe ich einen ganz dünnen. Wo ist der ganz dünne? Muss ich nämlich suchen. Ich glaube, das ist der ganz dünne. Ja. Ich kann so schlecht schreiben. Das jetzt trocken? Nicht wirklich. Ist noch nicht trocken, ob es glaubt oder nicht. Man kann es nicht fassen. Ne? Das ist eine Schmiererei hier mit diesem Pulver. Ja, ist nicht trocken. Ich lasse es jetzt erstmal so liegen. Es ist nicht trocken. Ich sage es nur dazu. Es ist nicht trocken. Wir machen den auch noch vielleicht, wenn ihr Lust habt. Wenn es euch nicht zu langweilig schwurzt.
nehme mal die andere Seite. Nehme mal eine neue Seite. Mir geht es nicht besser. Oh, ich hatte was Schönes gesehen. Die Gabi Armbruster hat das gemacht mit Laminierfolien. Also das hat sie bei Facebook gezeigt. Nee, doch. Ich muss gerade überlegen, wo ich es gesehen habe. Bei Facebook habe ich es gesehen. Tolle Idee, muss ich sagen. Und da fiel mir ein, dass ich habe zwar ein Laminiergerät, aber ich habe auch noch ganz viele Folien. Also das wäre zum Beispiel auch eins der Sachen, mit denen ich auch dann unbedingt mal wieder was machen möchte gerne, muss ich zugeben. Ja, ich habe so viele Ideen. Aber das war eine schöne Idee. Ich hoffe, dass ich sie dann noch bald mal aufgreife. Ja, ich wollte nicht das Gleiche machen, aber danke für die Anregung, dass man diese Folien da auch mal benutzt. Die liegen nämlich einfach nur blöd rum seit Jahren. Im Moment weiß ich noch nicht, aber ich versuche es im Kopf zu behalten. Ja, es gibt oft so Sachen, da kommt man im Moment gar nicht so selber drauf. Ne? Geht euch das auch so? Dann hat man so viel in den Ecken rumliegen und dies noch und das noch. Und auf einmal hat jemand die zündende Idee und sagt, ja, da kann man doch was mit anstellen. Und auf einmal haben wir dann die Ideen da, ne? Dann klappt. Ups, warte. Glänzt noch zu doll. Jetzt nicht so doll. Okay. Es geht. Hier müssen wir erstmal sehen, dass wir wieder. Das ist eine Schmierakelei. Das ist eine Schmierakelei. Aber dafür können wir dann also alles ganze Zeug verwenden, ne? Insofern, okay. Dann schmierakeln wir halt rum. Auch gut. Alles gut. Und dann machen wir das dunkle Braun vielleicht sofort als erstes raus. Und machen mal hier. Die Ecken schon mal ganz dunkel. Ja, die kann man ja einfach mit so einer Büroklammer oder so, ne, reinklemmern einfach an so eine Seite, habe ich gedacht. Ne? Da brauchen wir jetzt nicht noch einen Aufstand mitmachen. Vielleicht mache ich den einfach genauso, Briefmarke drauf, Stempel drauf. Man muss sehen, dass man nicht immer zu viel macht. Ich versuche immer mit den geringsten Mitteln irgendwas zu machen, dass man, ja, ich finde es zwar toll, wenn das, ich sehe das woanders, dann sind Teil noch eine Schicht und dann nochmal Farbe drüber oder halb Liter Kaffee übers Buch gegossen, sowas in der Art. Im Endeffekt sieht es toll aus, ne? Ey, ich weiß, aber es ist nicht meins, ne? Ich versuche mit dem, was ich habe, irgendwas zu machen. Und ja, ich möchte nicht 1000 Schichten zum Beispiel übereinander haben. Nicht so gerne, ne? So, nicht so furchtbar gerne. Sagen wir es mal so. Sagen wir es so, wie es ist. Es wird schon sowieso immer schnell etwas. Ich muss noch mal was holen. Ich habe so dreckige Finger mittlerweile von diesem Staub. Das ist wirklich furchtbar. Aber es lohnt sich, weil wir es dann verwenden können, gell? Ja, alles klebert. Wir brauchen hier jetzt auch das gleiche Problem. Wir brauchen so ein Schildchen. Das kriegen wir hin. Wir brauchen so ein Schildchen. Und wollen wir da ein größeres machen? So groß braucht das gar nicht sein, gell? Machen wir das auch hier. Machen wir das auch hier etwas kleiner. Und dann brauchen wir hinten drauf eins. Das ist sehr klein, ne? Das ist sehr zierlich. Schlossen wir das mal. Jetzt wird sie doch albern. Wir machen etwas breiteres. Das klappt dann nicht. So, okay. Den kleinen Sheet, den tun wir weg. Welche Seite ist am besten? Diese hier? Dann holen wir uns noch eine Marke und dann haben wir das auch schon gleich fertig. Jo. Wo kann man denn am besten? Gucken wir mal, wie es aussieht. Ist vielleicht zu groß? Ich bin mir nicht sicher gerade, aber wir werden es erleben.
Nee, es geht schon. Es geht schon. Jetzt suchen wir uns noch eine Marke raus. Die braune da oben drauf sah gar nicht mal so schlecht aus, ne? Wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch eine kleinere Marke finden. Und ich hatte hier erstmal nachgeguckt. Hier sind so verschiedenste Sachen drin, gesammelte Werke. Ja, natürlich könnte man eine blaue nehmen, klar. Aber es wäre schöner, man hätte etwas Kontrast, ne? Ein bisschen mehr Kontrast in der Geschichte. Hier sind welche. Warte, hier ist eine schöne. Die sieht nicht schlecht aus. Ja, diese hier. Ui, ist das eine Sondermarke? 12.10.78. Ja. Weltbewegung Philatelie. Ist eine besondere Marke. Ist irgendeine besondere Marke. Nehmen wir die. Nehmen wir die besondere Marke. Tja, meine Güte, was ich alles für tolle Marken hier habe. Ich ist ja nicht weg, nicht wegfliegen, ja? Nur so toll, nicht, dass du wegfliegst hier. Wir kleben mal auf. Ja, die ist jetzt etwas größer, diese Marke, aber ich finde sie sehr schön und würde sie deswegen auch wirklich, wirklich gerne. Guck, ich habe es falsch herum. Ich habe es noch gerade bemerkt. Das wäre ja jetzt zu dumm gewesen, wenn wir das auch noch alles wieder falsch gemacht hätten. Man kann gar nicht genug aufpassen. Ja, heute ist schon wieder Mittwoch. Die Woche geht weiter. Und ich habe nichts weiter vor. Ich will versuchen, morgen wieder mit den Hunden zu gehen. So, ne, wie es immer so ist. Und will dann am Freitag muss ich ja mittags zum CT. Muss ich nach, aber das schaffe ich dann nach Gütersloh hinzufahren. Das schaffe ich schon. Ja, das schaffe ich schon. Das habe ich mir schon überlegt, dass ich das schaffe. So, ich mache das mal eben wieder zur Seite hier. Übersichtlicher alles wird. Ich vergesse mal meinen schönen Tee zu trinken. Das ist ja auch blöd. Okay. Ich hasse das. Ganze Tische schon wieder eingesaut. Gell? Haben wir schon wieder hingekriegt. Aber egal. So, wir suchen jetzt noch einen Stempel. Das ist zu klebrig. Ich habe Papier hier. Kein Moment, ich habe Papier hier. Ich habe immer das Gemeindebrettchen, das hole ich mir, wenn ich sehe beim Bäcker. Ich bekomme das natürlich nicht, nur weil ich zu weit raus wohne. Wir suchen uns noch von meinen alten Stempeln was raus, habe ich gedacht. Den zum Beispiel finde ich sehr schön. Oder nee, wir nehmen den hier. Was steht denn da? Drupp. Mal gucken. Steht da drauf? Ich will wissen, was da drauf steht. Andersrum. So rum. Okay. Da machen wir dann jetzt so. Das ist aber ein toller Stamp. Und jetzt könnte man mal schauen. Die sind sehr wuchtig. Die sind sehr, sehr groß. Ja, das ist das Problem. Die sind mir zu groß gerade, gell? Die sind mir zu groß. Gut, dann versuchen wir den nochmal dazu zu nehmen. Ich glaube, da steht auch Airmail drauf. Ah, per Airmail, muss ich aufpassen. Aufpassen, Fräulein, dass du da nicht alles verschmierst. Was ist da denn eigentlich drauf? Wollen wir schauen. Vielleicht können wir einfach hinten drüber stempeln. Genau, so machen wir das. Man sieht es nicht gut, aber ach, das stört uns jetzt nicht. Sie haben sich redlich bemüht, ja? Mehr kann man nicht doch warten.
Ich hatte hier ein Dings drüber, das weiß ich. Aber wo da ist. Nee, das ist es nicht. Das ist das. Hier fehlt es schon wieder. Ich habe schon wieder eins verwummelt. Egal. Wo ist mein Kleiner? Wir suchen uns jetzt mal ganz kurz noch was raus. Hier, einen Moment. Habe ich den Deckel? Hier liegt schon wieder alles rum. Mein Gott, Petra, nimm dich doch in Acht. Take you in aid. Exactly that. Was ich suche, habe ich noch nicht. Nein, ich werde es finden. Ich werde es... Was ist das? So grünlich. So grünlich, habe ich gedacht. Shabby Shutter. Vielleicht nehmen wir Shabby Shutter mal. Das soll ja ruhig verwischt sein. Oh ja, halbe Stunde ist um. Das soll ruhig verwischt sein, ne? Können wir jetzt hier auch machen. Jetzt haben wir es hier aber nicht mehr so verwischt. So, Shabby Shutter. Dann habe ich hier noch Brush. Das ist ein ganz dunkles. Dann gehe ich noch so ein bisschen mit drauf. Warte mal, kann ich das schon zusammen machen? Nicht überall, nur so ein bisschen. Oh, der ist schön alt geworden jetzt schon, oder? Was meint ihr? Gefällt euch das oder ist das zu übertrieben? Naja, jetzt ist es eh, wie es ist. Jetzt müssen wir damit leben, wie es ist. Gut. Ja, das war jetzt eine kleine Bastelei wieder. Und wir versuchen auf die Art dann auch mal so eine selbstgemachten Umschläge wieder zu verwenden. Ich räume mal kurz weg, damit wir etwas Platz bekommen und hier ein bisschen besser zurechtkommen. Hier einen Moment, wie schön. Ja, hier müssen wir mal eben, da hat sich schon was draufgeklebert auf die schöne Unterlage. Ja, jemand schrieb mich natürlich an und sagte, ja, diese Unterlagen gibt es auch bei Temu im Blau. Richtig, aber diese ist zum Beispiel 58 x 43. Das ist schon eine relativ kleine Unterlage. Die andere, die ich hier drauf liegen habe, ist 88 x, keine Ahnung wie hoch. Die geht über einen halben Tisch. Ist das DIN A1 oder ist das DIN A2? Ich weiß es nicht, die graue. Und die blaue weiß ich auch nicht. Aber diese ganz kleinen Fuddeldinger, also die brauche ich bei Gott nicht. Also da habe ich keine Nerven für. Da habe ich keine Nerven für. Geh, Marielchen, das sollen wir andere machen. So, wir haben jetzt hier wunderbarerweise... Habe ich nie gesehen, das steckt da so raus. Das sieht ja blöd aus, geh? Sieht ja blöd aus. Wir suchen jetzt irgendwas, wo wir was... Da können wir einen Umschlag dran tackern. Zum Beispiel, guck mal. Hier. Dafür wäre es... Oh, es wäre sogar so machbar. Ups. Ja, können wir uns überlegen. Können wir so? So, ich mache es jetzt mal so ein bisschen höher, damit ich weiß, wo der Umschlag ist. Das ist vorne und einen dann hinten. Die lege ich mal raus, weil die werden ja wieder eingeschoben. Ne? Das muss ja noch bearbeitet werden. Nicht? Und hier muss ja auch noch bearbeitet werden. Guck mal, jetzt können wir einen zum Beispiel hinten dran klemmen. Hier. Zum Beispiel. Und ich habe noch einen. Da ist er. Den wollte ich auch noch benutzen. Den könnte man... Das ist aber nur einer. Einer, der ist mir mal zugeschickt worden. Den könnte man bum, 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 einfach so irgendwo dran machen. Guck mal. So. Nee, nicht so doll. Ich sehe schon.
ja, das habe ich in der Mitte so gemacht. Jetzt einfach nur diese Nummern, die ich hier aus einer Zeitung hatte. Ich glaube, die Daphne hatte mal sowas. Und dieses Papier. Und da sind dann die Postkarten so drin. So, das ist so. Und die anderen Postkarten habe ich... Gott im Himmel, wo sind die anderen Postkarten? Ich suche. Moment, tut mir leid. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe irgendwie einen Denkfehler gerade produziert. Quatsch, das ist eine Tasche. Mach es nicht auf, Frau. Nee, hier kann ich nichts dran machen. Das ist blöd. Das ist immer noch nicht richtig. Hier, das ist die eine Tasche. Wo ist denn die zweite mit dem Brief mal? Hier. Hier. Nee, auch nicht. Gar nicht wahr. Ich bin so dumm. So, jetzt mal. Jetzt muss es doch möglich sein. Hier. 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 Hier, ich habe es gar nicht mehr erkannt. So, ich habe es gar nicht mehr erkannt, weil es so zugegleistert war. Genau, das sind die anderen. Das finde ich jetzt auch praktisch. Genau, hier mit den Vögeln. Habe es gar nicht erkannt. Hier sind die drin. Alles gut, alles gut. Ja, also wir haben noch einen Umschlag. Den könnten wir, wenn wir wollen, noch bestempeln. So, ne, können wir alles Mögliche. Wir können allerdings auch schon mal, wenn wir wollen, eine Briefmarke suchen für diesen wunderbaren Umschlag. Ne? Das können wir mal eben machen. So viel Zeit muss sein. Da könnten wir mal was anderes gebrauchen. Vielleicht mal grün oder... Was habe ich denn da? Hier ist eine grüne mit einem Baum. Das sieht ja auch nicht so schlecht aus, gell? Oder wir haben so eine grüne. Die sind ein bisschen langweilig. Aber wir haben auch die hier mit dieser Kirche. Die mit der Kirche sieht schöner aus, ne? Muss ich auch sagen. Gefällt mir auch besser. Warte, ich guck mal, ob ich was Besseres finde. Drum wehe, wer sich... Da, zwei habe ich davon. Bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Da gab es doch mal so ein Sprüchchen, ne? Wartet mal, was habe ich denn hier? Das sind alles diese deutschen Marken. Ah, ne, das ist hier... United States. Das Grüne würde auch gut aussehen. Ich glaube, ich nehme das Grüne dann in dem Fall. Okay. Ja, dann mache ich den auch noch fertig. In der Art, wie ihr das jetzt ja gesehen habt schon. Da können wir dann auch wieder so ein Adressschildchen drauf machen hier. Machen wir die gleiche Art wie vorher. Und ansonsten seht ihr so bestempeln. Und dann hinten vielleicht einen schmalen Adress. Muss ich eben mal abreißen. So ein Adressschild, so wie die anderen auch. So, dann den kann ich dann auf die Art wenigstens schön verarbeiten. Das ist dann praktisch, finde ich, ne? Wenn man dann sowas macht. Das mache ich ohne euch. Das wird nach dem gleichen System gemacht. Ja, ich Time Traveler wollte ich noch zu Ende sagen. Nee, ich fange da jetzt im Moment nicht mit an. Wisst ihr was? Wenn ich das richtig sehe, kommt am Samstag schon wieder, keine Ahnung, Mission Inspiration Mini mit Manns, Mini. Und dann habe ich es gerade auf dem Tisch für 2 Tage und dann fange ich wieder an. Nee, tue ich nicht. Ich halte mich jetzt hier mit auf und versuche hier weiterzuarbeiten, immer wenn es gerade passt und ja, wenn ich Lust habe und wenn ich eine Idee habe, so, ne? So in der Art, wisst ihr, wie ich meine, ne? Ja. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss, auf Wiedersehen. Schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ihr habt vielleicht einige Ideen mitnehmen können oder Anregungen. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute, auf Wiedersehen.